Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play, bei dem ihr vielleicht nicht mehr so viel erwartet habt. Also ich hab's ja eigentlich gesagt, dass ich noch was dazu mache, es hat jetzt nur etwas länger gedauert, ja. Internet, es ist denn so schwer eine bessere Leitung zu kriegen hier. Sieht nicht so aus, als ob ich in nächster Zeit besseres Internet haben würde als vorher. Im Gegenteil, eher schlechteres, wie ihr in dem Uploadplan in letzter Zeit seht. Infovideo habe ich jetzt dazu auch schon rausgegeben. Habe ich jetzt noch nicht aufgenommen, aber werde ich bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Video hier rauskommt, aufgegeben haben. Yay, I win! Wow, your rat can run really fast! But I'm not gonna lose! Okay, was sollen wir machen? Was wir auf jeden Fall tun werden noch in diesem Spiel, denn es gibt noch einiges zu tun. Es gibt noch zwei Dungeons, wenn ich das richtig lese. Ja, ich habe die Lösung hier nebenan offen, denn ich möchte auch wirklich alles vom Spiel noch, denke ich. Nein, das heißt alles. Ich möchte noch, dass der größte Teil von dem, was man machen kann, noch mitnehmen, nicht alles. I was just in the castle, speaking with Sotharius about the late General Astar. I got the impression that he wanted to see you for some reason. I think he'll still be down by the General's grave. So why don't you pay him a visit? Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die wir noch tun können und sollten und werden tun. There you are, Zael. Huh? Zip. Was? Okay. Was zur Hölle? What's that face for? It's nothing, really. Our little project is finally complete. You want to come and see? Gerne. Right then. This place is looking spick and span. Yeah. It's great how things are coming along. Say, Zael, what are you gonna do from now on? The good times are just getting started. You're gonna be living with Callista, right? That's bound to lift a guy's spirits, if you know what I mean. How about you, Lol? What are you going to do? And the others? Gute Frage. Oh, I'm sure we'll find something. We're all grown-ups, you know. Even without Dagrun. Look, we just left everything to Dagrun without giving a hoot about what was on his mind. I wonder how well we really knew him if that was bubbling beneath the surface. But it's his fault too. He's the one who kept it all inside. Don't forget that, Zael. Do you think Dagrun really thought of us as... just pawns for his revenge? I can't tell you that. Dagrun's gone now. There are all kinds of things we'll never be able to ask him. You get that, right? Yeah, I do. The one thing we can say for certain is that the world's at peace now. Look down there. See those kids? Just enjoying themselves. Zael? Right. Sorry. That's the future you've been fighting for. What Dagrun did was unforgivable. No one's doubting that. But we can't keep dwelling on it for the rest of our lives. What's done is done. Und jetzt herrscht Friede, Freude, Eierkuchen. We should take things as they are and look to the future ahead of us. In other words, we should cherish every moment and live exactly as we see fit. Richtig, Leute. Well, that's what Marania said, anyway. Lol. But hey, I agree with every word. It convinced Seren and Yurik as well. And you know,
We wouldn't be standing here laughing today if it weren't for Dagrin. You can't deny that. And it's a nice way of looking at it, right? Right. Shall we get going then? Oh, but Callista's... Callista! I'll go on ahead, you ladies man, you. We'll be right there. Okay. Werden wir ihm gleich mal folgen, würde ich sagen. Wir haben ja gerade eh nichts anderes zu tun. Ah, okay. Tun wir sowieso automatisch. Oh, traurig. So, you finished Dagrin's grave? Well, it ain't no mausoleum. Dagrin did so much for us. He spent his whole life bending over backwards to keep us going. If only we could have realized how he really felt. Yeah. Sorry, mate. Dagrin, we could never have survived this long if not for you. Oh, yeah. Ich denke mal, das mussten wir noch sehen. Das gehört ja noch eigentlich zur richtigen Geschichte dazu. Ui. Was passiert jetzt? Oh, okay. It seems the people believe that a knighting is in order. Mm. Do not think to run away from it this time. Diesmal machen wir es aber aus den richtigen Gründen. What are you waiting for? Kneel before Lady Callista. Right. Mine and Dagrin's sword. Your dearest treasure shall now be the proof of your knighthood. Callista. In the name of the Argonan founder, I dub thee Sir Zael. Be kind and be brave. And safeguard all who dwell in this land. Yay! I hereby swear to uphold the ideals of a knight, and to live only for others from this day forth. Yay, und die anderen folgen natürlich auch noch bald. Vielleicht nicht im Umfang des Games, aber irgendwann kommen die auch noch dazu. So lässt sich's doch leben. And then, the meteor shower season came around once more. Ui, mehr Zwischensequenzen. Stargazer's Tower.
Night, Kapitel 44. Kapitel 44? Hä? Ich dachte, wow. Es hier wären 42. Okay. This year's meteor shower is beautiful. Aus irgendeinem Grund haben wir das Kapitel, das man eigentlich noch abschließen muss, damit man zwei Dungeons bekommt, schon längst abgeschlossen. What? Ha. Ich blick's gerade nicht. Egal. Genießen wir diese wunderbare Aussicht. Ah. Wo will er eigentlich? Ah. Callista. Sorry I'm late. Das ist eine Atmosphäre. Da kribbelt's richtig. Gänsehaut pur. Komm, eine Szene muss noch kommen. Oh, was für ein geiler Song für die Credits. Lass euch mal mit diesem Soundtrack alleine. Montserrat, das ist auch ein langer Name. Toberu,
Chris Fairbank. Der hat auf jeden Fall ein guter Sprecher, ein guter Erzähler gemacht. Mario Club. Natürlich wie immer für Debug und Testing. Das ist eigentlich so das Qualitätszeichen von Nintendo-Spielen. Dass die einfach eine richtig gute Testertruppe haben. Die können alle mächtig stolz auf sie sein, sich sein. Auch die Qualität der Sprachausgabe ist richtig gut. Spread Your Wings hieß das. Jetzt gar nicht richtig mitlesen können. Ich glaube. Zwischensequenzen waren auch richtig gut. Da wünscht man sich immer mehr. Das erinnert mich irgendwie voll an das Ende von Super Mario 64. Flight to the Stars. Flight to the Stars. Shall we go, Callista? Sure. Ende. Das ist jetzt mal ein richtiges Ende. Das hat uns auf jeden Fall noch gefehlt, aber es sollte trotzdem noch viel zu tun geben. Also das ist noch nicht das Ende, auch wenn das da steht. Ich weiß nur nicht, wann ich die nächste Episode hochladen werde. Vor allem mit der Internetverbindung. Aber egal. Das war doch mal zufriedenstellend. Okay, kann man wegdrücken. Das war ein schönes Bild, aber hey, muss ich sein, richtig? Okay, jetzt kann man nochmal speichern. Ich speichere mal auf den Extra-Slot. Ich weiß ja nicht, was jetzt passiert. Bam. Ob wir jetzt einfach wieder da starten? Nein. Titelbild. Okay. Das ist übrigens der neue Titelbildschirm. Und ich würde auch sagen, hier verlasse ich euch erstmal. 19 Minuten Folgen. Das ist nicht so gut für meine Uploadleitung. Egal. Falls es euch gefallen hat, liken. Falls es sehr gefallen hat, abonnieren. Ni no Kuni ist ja auch ein ähnlich grandioses Game, was gerade bei mir läuft. Falls ihr noch mehr dieser Sorte von RPGs möchtet, dann lasst doch ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Another Space. Ciao, Leute.